Ich zeige euch in diesem Video das Left Corner Parsing an einem Beispiel. Und ja, erstmal sorry für die vielen Definitionen hier, aber da ihr in den Klausuren nicht meine Videos zur Hilfe mit heranziehen könnt, möchte ich euch auch ein bisschen beibringen, die Definitionen zu lesen. Dafür mache ich dann in Zukunft hier auch diese ganzen Tabellen und so ein bisschen hübscher als vorher. Ich glaube, das klingt fair. So, dieses Left Corner Parsing in der einfachen Variante, das funktioniert nicht mit Epsilon-Produktionen. Und ich habe hier mal diesen Baum hier jetzt zu diesem Beispielwort hier aufgemalt. Und das Left Corner Parsing, das verbindet Top-Down und Bottom-Up Ansätze miteinander. Also wir versuchen hier, wenn wir ein Startsymbol haben und wenn wir das Wort haben oder das erste Zeichen, das ein A ist, dann versuchen wir irgendwas zu finden, dass diese beiden hier zusammenpassen und dann arbeiten wir uns weiter vor. So, ich hoffe, das wird dann aber im Laufe des Videos auch nochmal klarer. So, wir haben hier erstmal die Regel Axiom, die sagt, womit wir anfangen müssen. Wir haben hier diese Items in eckigen Klammern, die sehen so ein bisschen aus wie bei den Deduktionsregeln, aber die beziehen sich jetzt auf diese drei verschiedenen Stacks, die wir hier haben. So, hier, fange ich mal an. Hier in der ersten Zeile, da soll jetzt also in dem linken Stack das Wort stehen, also in diesem Fall jetzt A, Moment. Habe ich mich erschrieben, A, C, B. Das ist identisch mit dem Eingabewort. Auf dem mittleren Stack soll ein S stehen. Und auf dem rechten Stack soll ein Epsilon beginnen. Und die Operation, die schreibe ich hier auch mit hin, das ist jetzt Axiom. So, und auf diesem linken Stack, da haben wir dann das stehen, von dem wir schon wissen, dass es da ist und dass es vollständig ist. Also von dem String hier, da wissen wir jetzt, dass wir genau diese drei Terminale erstmal haben, aber da kommen wir nachher auch Nicht-Terminale rauf, die dann schon vollständig sind. Hier sind dann, das ist das, was, ich sag mal so, von oben kommt. Also wir haben hier jetzt dieses S und von dem aus versuchen wir top-down irgendwelche Predictions zu machen. Und hier auf den rechten Stack, da kommen dann die Nicht-Terminale, die noch nicht vollständig erkannt wurden. So, wir können uns ja... Wir gucken uns mal die Regeln an und gucken, was wir so machen können. So, wir haben hier eine Regel zum Beispiel Move. Und was die sagt, ist, wir haben hier irgendein Zeichen auf dem ganz rechten Stack und das wollen wir auf den linken Stack verschieben. Und das können wir nur machen, wenn wir hier ein Dollarzeichen haben. Also das können wir noch nicht machen. So, dann haben wir hier eine Reduce-Regel. Gucken wir mal, ob wir damit irgendwie was machen können. Wir haben hier, muss ich auch erstmal gucken, wir haben hier auf dem linken Stack irgendein Symbol ganz links, also in diesem Fall wäre jetzt das A. Und wir brauchen eine Regel, die genau dieses Zeichen dann links hat. Ich kann das Ganze ja mal farbig machen. So. Wir wollen hier jetzt irgendein Zeichen haben, irgendeine Regel haben, die dann dieses linke, die dann dieses Zeichen, was zuerst auf dem Stack steht, auf der linken Regelseite hat. So, das wäre jetzt in diesem Fall dieses Zeichen. Und die Regel, die wir benutzen können, ist dann dieses A. So, und was wir hier noch haben, wir haben hier ein Dollarzeichen, was auf dem mittleren Stack hinzukommt. Ich kann ja mal langsam anfangen mitzuschreiben. So, ich weiß auf jeden Fall, ich kann hier eine Reduce-Regel anwenden. Und ich habe schon beschlossen, ich möchte für diese Regel A expandiert zu A benutzen. Und... ja, wir sehen jetzt in dem Item, in der Zeile, die aus der vorigen Zeile entsteht, da ist dieses A nicht mehr da. Aber wir haben hier noch weitere Zeichen der rechten Regelseite, die sollen wir hier auf diesen Stack schreiben. Haben wir jetzt leider nicht, weil hier das A das erste Zeichen ist. Wir haben hier quasi so ein Epsilon dahinter. Aber das macht nichts, dann schreibe ich... Ich mache hier trotzdem mal die Markierung als Zeichen. Das ist das, was dahinter steht, das müssten wir jetzt hier hinschreiben. So, vielleicht mache ich jetzt mal mit diesem hier weiter. So, wir haben hier irgendwelche anderen Zeichen, die noch auf dem ersten Stack sind. Die sollen da auch wieder hinkommen. Also in diesem Fall sind das jetzt C und B. So, dann waren wir gerade hier und, ja, mache ich das auch mal farbig. Wir haben hier irgendwas, was schon
auf dem Stack vorne ist und die Re hier wird noch angegeben, dass das, was vorne auf dem Stack ist, das darf kein Dollarzeichen sein. So, und bei uns ist es hier jetzt dieses S. Nee, Moment, ich brauche noch ein bisschen Platz. Weil, wie ihr seht, hier zwischen diesem braunen und dem, was bei mir jetzt das S ist, kommt noch ein Dollarzeichen. Das Dollarzeichen ist so eine Markierung. Das sagt dann, wo diese rechten Regelseiten dann beendet sind. So, und was wir hier noch angegeben haben, wir haben hier das A auf der linken Seite. Also auf der linken Seite, Regelseite. Und das soll jetzt auf diesen rechten Stack geschoben werden. So, da haben wir bisher nur Epsilon. Da kommt jetzt. Ja, genau, es ist hier auch das A. Das kommt jetzt dahin. So, und das entspricht auch hier dem Teil in der Regel. Ich markiere das mal hier, damit es einheitlich ist. So. So, was können wir als nächstes machen? Wir haben hier jetzt ein Dollarzeichen vorne auf diesem Stack. Das heißt, wir können jetzt diese Move-Regel anwenden. So, gucken wir uns mal an, was die Move-Regel macht. Wir haben hier, ja, das Einzige, was sich hier verändert von der oberen Zeile zur unteren Zeile ist, wir haben ein Dollarzeichen gehabt. Das verschwindet hier. So. Und wir haben hier ein Nicht-Terminal, das auf dem rechten Stack, das bewegen wir auf den linken Stack. So, das heißt, dieses A, das kommt hier jetzt auf diesen Stack vorne hin und hier das CB, das bleibt denn, das entspricht denn hier. Ah, mir gehen hier bald die Farben aus. Aber das kann ich, glaube ich, hier noch machen. Wenn ich jetzt dieses. Oh, das Grau sieht man nicht so schön. Dann muss ich hier dieses Grün hier nehmen. So, hier habe ich noch dieses CB und hier, ja, übernehme ich das CB und schreibe dann einfach das Nicht-Terminal, was ich vorher hatte, nach vor. Und so dieses A verschiebe ich dann nach hier. So, und was sagt es über den rechten Stack? Dann, ja, hier habe ich das A weggenommen. Das heißt, da kommt dann jetzt, da bleibt dann hier das Epsilon übrig. So, was können wir jetzt machen? Wir können Move auf jeden Fall nicht mehr benutzen, weil wir das Dollarzeichen hier vorne nicht mehr haben. Wir können Remove nicht benutzen, weil die Remove-Regel, die hier sagt, hier, wenn wir hier auf dem ersten Stack, hier, auf den ersten Stack und auf den zweiten Stack vorne das Symbol haben, können wir die entfernen. Wir haben hier A und S, also das können wir auch nicht machen. Dann gucken wir wieder, ob wir reducen können. So, ich habe einmal, ja, wir hatten bisher, mache ich das. Ja, ich mache ich das, kann ich aber so markieren. Also wir haben ja auf jeden Fall das S und wir haben hier jetzt hier mit Reduce. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses A und das CB bisher gesehen, das wir unten haben und das wir versuchen wollen mit dem Startsymbol zu verknüpfen. Und oben haben wir dieses Startsymbol. So, und die nächste Regel, die ich einsetzen möchte, ist dann S geht zu ASB, weil dann kann ich diese Elemente hier zusammenführen. So, ich will also neue Zeile 4 haben. Ich will einen Reduce mit S expandiert zu ASB ausführen. So, dann nehme ich hier wieder die Reduce-Regel. Die kann ich jetzt leider nicht nochmal farbig machen. Aber gehen wir da mal Stück für Stück lang. Also wir haben hier, ja, wir haben hier vorne ein Zeichen, das verschwindet dann, weil wir haben hier nur, ja, wir haben hier dieses Zeichen, das ist am Anfang, das ist das erste Zeichen auf der rechten Regelseite, das verschwindet, das brauchen wir nicht übernehmen, das ist in diesem Fall das A. Das heißt, hier bleibt auf jeden Fall nur CB übrig. Dann auf dem zweiten Stack, dann übernehmen wir erstmal das, was da steht. Das ist hier dieses Gelbe, da soll ich ein Dollarzeichen vorschreiben. Und dann soll ich davor alles schreiben, was bei dem S hier so an zweiter bis k-ter Stelle steht. Und das ist in diesem Fall ja S und B. So, die schreibe ich jetzt davor. Und auf diesem Stack, da steht, da soll ich denn das Zeichen, was bei der Regel auf der linken Seite stand, das soll ich da vorschreiben. Das ist dann halt hier wieder das S. So, fünfte Zeile. Was können wir denn jetzt machen? Wir haben hier, ja, ich habe jetzt diesen Teil hier erledigt. Und wir wollen jetzt nochmal reducen. Und zwar ist jetzt, wie man hier jetzt sieht, dieser Teil hier dran mit
Okay, ich könnte das hier mal so markieren, weil A, C und B haben wir ja auch schon. Ich will jetzt hier diesen Teil machen mit dem S, das zu C expandiert, beziehungsweise ich brauche hier wieder eine Reduce-Regel. So, mit S expandiert zu C. Und das ist jetzt wieder so, wie wir das bei dem A vorher hatten. Da bleibt hier jetzt nur das B übrig. Hier muss ich ein Dollarzeichen vorschreiben und den ganzen anderen Kram, der dann dahinter stand. Und hier soll ich dann das Zeichen wieder raufschreiben. Das heißt, ich bekomme hier jetzt so ein, ich habe hier jetzt zwei S drauf. Und zwar ist das eine dann das obere und das andere ist dann dieses hier. So, jetzt habe ich Reduce, das heißt, ich habe diesen Teil hier jetzt auch schon. So, und wir haben hier wieder ein Dollarzeichen vorne. Das heißt, wir können wieder unsere Move-Regel anwenden. Das Dollarzeichen fällt dann weg. Also das ganz vorne, das Dollarzeichen, das fällt weg. Hiervon verschieben wir dieses S auf diesen Stack. Und das zweite S, das bleibt hier zu übrig. So, das heißt, ja, wir haben jetzt dieses S hier gehabt. So, als nächstes können wir endlich mal unsere Remove-Regel anwenden, die ja sagt, wir können, wenn wir ein Zeichen auf dem ersten und zweiten Stack haben, dann können wir das entfernen. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses S und wir haben hier dieses S. Und die können wir jetzt damit entfernen. Und der Grund ist, um das mal so zu sagen, ich habe hier von oben kommend ein S vorhergesagt. Das ist das auf diesem Stack, auf dem mittleren. Und ich habe durch das Reduzieren von dem C auf dieses S auch ein S erhalten. Und das heißt, die passen jetzt zusammen. Und weil die zusammenpassen, kann ich die jetzt beide entfernen. So, bleibt da das kleine B und hier das große B übrig. Und hier das S. So, als nächstes, weil ich gerade nichts anderes mehr machen kann, bleibt mir jetzt nur noch hier dieses, der Reduce-Schritt von dem B übrig. So, ich mache hier wieder ein Reduce mit der Regel B expandiert zu B. Und dann sagt mir hier die Regel natürlich wieder das gleiche, was ich machen kann. Ich nehme das, was da als erstes Zeichen auf dem linken Stack stand, weg. Das heißt, hier bleibt noch ein Epsilon übrig. Dann soll ich hier ein Dollarzeichen davor schreiben und den ganzen anderen Kram, der dahinter ist, weil ja, eigentlich müsste ich noch andere Sachen vor das Dollarzeichen schreiben, aber B hat ja hinter dem Terminalen B keine anderen Zeichen, die ich davor schreiben kann. Das heißt, in dem Fall muss ich nichts vorschreiben. Und das B, das kommt auch vorne auf diesen dritten Stack. So, nächste Zeile. Wir haben hier das Dollarzeichen und können wir die Move-Regel verwenden. Und die Move-Regel verschiebt dann dieses B wieder auf diesen linken Stack. Und hier das erste Dollarzeichen kann ich wieder weglassen. So. Jetzt muss ich mal langsam runterscrollen. Ah, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich dann auch mehr Platz brauche. So, das ist jetzt nicht mehr ganz so schön wie vorher, aber ist auch egal. So, wir haben hier wieder ein B am Anfang auf dem ersten Stack und ein B am Anfang auf dem zweiten Stack. Das heißt, als nächstes können wir wieder unsere Remove-Regel verwenden. Und ja, ich habe jetzt das hier jetzt nicht wieder aktualisiert, aber ich glaube, das ist jetzt langsam klar. Wir haben jetzt diesen Teil jetzt gesehen und mit Remove passen dann die Top-Down-Vorhersage und die Bottom-Up, das Bottom-Up-Reduzieren, die passen dann zu diesem B zusammen und da bleiben dann keine Fragen mehr offen und das B kann deswegen entfernt werden. So, dann habe ich hier dieses B, das lasse ich dann weg. Und wir haben hier wieder ein Dollarzeichen vorn. Das heißt, wir machen unsere Move-Regeln.
Und ich finde dann ein paar Dinge so ganz nett, so das ist wie ein Puzzle, so wenn man es richtig macht, dann passt am Ende so alles schön zusammen. So, das S von hier, das habe ich auf diesen Stack verschoben. Das Dollarzeichen kommt weg und das S bleibt nur noch da. Und als nächstes kann ich nochmal die Remove-Regel anwenden. Da ich hier wieder gleiche Zeile, Zeichen vorne drauf habe. Und wenn wir uns jetzt das Goal-Item angucken, das sagt, ein Wort wird erkannt, wenn auf allen drei Stacks ein Epsilon ist, dann haben wir hier genau diesen Zustand jetzt erreicht und damit war das Left Corner Parsing erfolgreich.